Ja, genau. Das alles an, das hier rüber und dann Kaffee wollte ich mir auch noch machen. Auch schon wieder vercheckt. Völlig durcheinander. Na gut. Synchro. Gar nicht wahr. Muss noch die Tage umstellen. Tü, Matthias, wo bist denn du? Ich muss schon mal. Als Admine. Ich höre dich doppelt. Was hast du? Ich höre dich doppelt. Doppelt? Doppelt. Immer noch? Ja, jetzt geht's. Tja. Wo bist denn du?
Achso, hat das was mit dem Spiel zu tun? Kann man das einstellen, ja, gell? Weil hier steht nicht Möwe rechts unten. Da kann man das bestimmt noch einstellen, diesen Voice Chat, oder? Ja. Ach nein, das muss man, wie geht denn das aus? Warte mal, warte mal. Da gibt's Multiplayer, Multiplayer-Optionen und dann ganz, ganz unten müsste das, glaube ich, stehen. Multiplayer. Ach, hier war permanenter Voice Chat. Alles. Ja, genau. Ja. Weil schon. Ich hab's schon eingestellt. Okay. Also ich gehe davon aus, dass das global ist. Hm, jetzt geht's. Okay. Ja, mal gucken, wo du bist. Du ja, streuen. Ach, du bist im Wolf. Okay. Ja. Klick mal auf den Kalk, aufs Kalkberg. Und zwar nicht, wo der Pfeil nach unten ist, sondern wo Leimproduktion steht. Da also, hupen wir jetzt mal hin. Kannst du besuchen über der PDA. Schon da. Alles klar, bin auch da. Oh, ich stehe in dir. Ich sehe deinen Arschloch. Was? Moin. Möwe, so. Mal eine kurze Frage. Hast du Mobot bei dir bei Twitch oder diesen Nightbot? Hab alle Beta. Alle Beta? Okay. Ja, so. Löf mal hier an den Schlüssel ran. Und jetzt hast du dein F1-Menü auf? So, dann drück mal R. Genau, Produktionsstelle verwalten, ja. Na, Produktionsstelle verwalten. Da zeigt er dir an, was du brauchst. Das sind natürlich hier bloß die Stehne, ne? Die eingehenden Güter, genau. So, pass auf, das heißt hier oben nein, ne? Wo das Futterband oben, nee, hier ist Gitter. Das kippst du hier, wo das abkippst im Bild ist, ab. Na? Dann wird das hier oben über Rohrsystem, dort lieber in die Asch in das kleine Silo, dann wird das oben in die großen Silos gefördert. Du ne Rohrsystem, das ist dein Lieblingswort. Ja, ja. So, und dann kommen wir mit. Ich habe ja das eine Symbol höher und das andere Symbol tiefer gemacht. Das hat einen Grund. Hier, wo die Markierung ist, gelb, schwarz und Symbol etwas höher. Na? Das ist wie ein 19er. Hier düst du den Kalk kaufen. Hier drüben, auf der Seite, hier kriegst du, da gibt es ja keine Markierung. Ist nur das Symbol hier, das ist wieder tiefer. Hier holst du nur den Kalk, der produziert wird raus. Okay. Ja, vom Anfang kann man ja kaufen da drüben. Ja, wir noch nicht, weil wir haben jetzt noch keine Stähne. Ne? Und auf der Seite dann das, was du dort hinten rein hast und das ist verproduziert worden, kannst du dann hier abholen. Ja? Gut, das war's hier dazu. Gehen wir in die Mischfutteranlage. Da hast du auch wieder Food Mixing. Zack. Machen wir mal hier. So hinten, ich komme, warte. Oh, wo hänge ich denn jetzt? Irgendwo hänge ich. So. Hier, ich bin hier. Ja. Hier ist Abkippsymbol, hier wird alles abgekippt. Schreibschlüssel, gehst du mal ran. Da geht hier auch wieder Schweinefutter, ne? Musst du bitte links runter scrollen. Wir haben zwei Rezeptoren. Immer Weizen, Soja, Bohnen, Zuckerrüben. Ne? Gerstel, Mais, Kartoffeln. Und einmal. Oder? Ja, ist der Rezept. Du brauchst drei Sorten. Kostet auch Geld, gell? Produktionskosten, ne? Ja, ja, das ist ja. Ist auch richtig. Ja, ja. Umsonst ist der Död. Ja. Nicht mal der. Also immer Getreide, Sojabohnen und Rüben. Und dass die zweite Rezeptur ist Getreide, Mais und Rüben. Und Kartoffeln. Ja? Mhm. Und gibt alles Beets. Müsste ich bloß von der Rezeptur entscheiden. Ja? Sag ich jetzt mal. Kannst du auch von allen reinformen, ne? Und wenn von allen da ist, produziert es zwei Rezeptoren. Das ist klar. Ja. Aber am Anfang haben wir ja nicht von allen. Deswegen sage ich, müsste mal wieder auf den Rezeptor gucken. Ja. Und dasselbe drüben haben wir bei der Kühe. Gut, so machen wir eh wenig, oder? Ja, und da gehst du mal hier auf Mischration, wenn wir jetzt immer hier im Menü drin sind. Das kann man auch von hier einsehen. Ja. Da haben wir Gras, Stroh und Silage. Ja.
Das ist alles sehr geliebt. Das ist drin die andere Halle. Ach der hier, genau, für Kühe, ja. Ja, das kann man ja alles einsetzen. Ja, wie immer, ja. Grün, ja. Gras, Strohsilage, genau. Genau, so ist es. So, und Reishöhlen hier hinten am Rohr habe ich wieder so ein Bild hingemacht. Ne, hier gibt es dann den Scheiß. Das war es eigentlich auch schon hier. So. Kann man erstmal kaufen hier, gell? Nee, oder? Musst du nicht kaufen. Das ist schon alles. Ich meine, kann man erstmal kaufen oder? Was kaufen? Na, Migration oder? Ja, dann komm mit. Komm mit, hab ich auch verbaut. Von Anfang. Komm mal ja. Bist denn du? Da vorne wieder, gell? Wie früher, oder? Da hab ich bloß mal. Das mache ich noch ganz weg. Das ist. Hier ist da hinten. Ach ja. Hier, ich guck bloß eine kleine Spitze vom Symbol her. Ne? Das ist ja bloß erstmal von Anfang. Ja. Ne? Hier kannst du alles kaufen. Wasser, alles. Wenn du das willst. Ne? So, Wasserstellen. Siehst du, wenn wir gleich Wasser haben. Guck mal mit. Ja, Wasser oben drüben beim. Ja. Okay. Ja, drüben, wie gehabt. Gibt aber noch, dann oben an den See. Ne? Hast du gesagt, ja. Irgendwo da hin und drüben. Und dann gibt's aber. Da müssen wir mal, warte mal, mal in die PDA. Gibt es zwei neue Wasserstellen? Sind wir denn hier? Na, wo seid ihr denn? Du mal den Konsumkosten besuchen. Da müssen wir mal ein Stück runterlaufen. Konsum Kabel? Nee. Konsum Kossen. Was ist das denn schon wieder? Na, irgendwo beim Haupthof. Achso. Ach da, ja, warte, komm. Na, also da. Komm mal mit. Hier ist nochmal ganz versteckt. Hydrant ohne Deich. Wie bist du? Ja, ich brauche etwas länger. Ich weiß nicht, wie das geht, wie schnell laufen hier. Mal gucken. Ja? Der hier noch? Ja, kannst du noch mal. Auch schön, ja. Ja, warte mal, was hat denn noch? Ich selber nicht mehr, ich noch. Ich hab noch eine Wasserzapfstelle, aber du gut. Fällt mir irgendwann wieder ein. Mich in den Placebeln eingucken. Du mal bei Feld 7 und bei Feld 6 auf das blaue Symbol klicken, besuchen. Das ist die Mistherstellung. Schon da. Ja, wenn wir getroschen haben und du hast Stroh und der ersten Viecher haben Gilla, fährst du ja. Also hier kannst du unter Rezeptor oder ein Mist. Brauchst Stroh und Gülle, ne? Das kippst du. Warte, komm mit. Hier oben rein. Hier kannst du alles abladen. Ja, habe ich schon gezeigt, die letzten Mal. Ne? Und unten dann unter den Dünne. Hier holst du raus. Eigentlich ganz einfach. Das tun wir später in Kompost und Münzen. Na, aber jetzt momentan erst einmal ist es Mist. Ja klar. Na. Jo, ansonsten wollen wir nochmal auf deinen Kuhhof gehen? Können wir. Gewächshäuser, wollen wir die uns mal schnell angucken? Du hast mir jetzt schon gezeigt mit den Tomaten und so, gell? Ne, hab's schon gezeigt. Scheiß da mit Wasser und mit was sie brauchen, ne? Und schnell ja. Genau. Ja. Dann gehen wir mal auf deinen. Gif. Hallo. Gut. Tiermenü ist wieder hier, ne? Wo die Datzen sind. Na, wie gesagt, wir haben ja drei verschiedene Arten jetzt, gell? Also Kälber. Milchkühe und dann. Ja, da hab ich mich auch damit nicht befasst. Also hier wird auch Milch produziert, ne? Moin, Agrarservice Ostsachsen. Hier ist der Futtergang, ne?
Ich hab's im Ordner drin, geht jetzt, Sven. Das ist der Futtergang. Hier hast du das Abkippsymbol. Kannst du ja Heuballen, Ballen gehen da auch. Drüben die andere Seite wahrscheinlich dann Stroh, ne? Ja, genau, das ist wieder. Ach, Mensch, da ist er. Bin ich ja aus Versehen auf die Zapptaste gekommen. Genau. Hier ist Stroh. Hier hinten wird der Mist. Ist da jetzt 0 Liter? Das geht automatisch dann, gell? Ja, genau. Ja, kannst du mit hochmachen, Sven. Und der Lager. Wie gehabt, ne? Ja, Werkstatt wie gehabt. Erst einmal. Auch da haben wir gesagt, können wir ja dann Sprit kaufen, gell? Nee, Hier ist eine Tankstelle, da ist der Kurve, da haben wir gestern drüber geredet. Also hier kannst du Sprit kaufen, ne? Genau. Jawohl. Das ist vor der Tankstelle, ne? Müsste eigentlich. Na gut, das ist da, wenn du mit dem Traktor da fährst. Ich hoffe, ich hab schon Tankstelle verbaut. Ach ja, doch. Warte mal, müssen wir kurz den Weg zum App gucken. Ich habe den schon gesehen. Ja. Warte. Hebel. Hab ich nämlich. Kurztankstelle. Schweine, Kühe, Linsen, halt. Doch, ist verbaut. Ne? Das ist verbaut. Lager wurde hier hinten, ne? Matze? Hier? Warte, komm. Nee, also ein Datum hat, glaube ich, noch keiner. Das wird, glaube ich, keine Ahnung. Was hast du denn dazu hier? Eine neue Hallen, ne? Und drei Tore, das steckt jetzt nicht aus. Ja. Das geht. Was weiß ich, Basti baut das noch. Sieht echt stimmig aus, gell? Jo. Andi baut noch. Pass mal auf, die Kerscher zum sauber machen, ne? Von der Fahrzeuge habe ich jetzt diesmal nicht mit platziert. Die Kiste in den Schöppen platzierst du hier einfach einen Kerscher. So, gell? Ja? Dann platzierst du da einfach hier ran und lässt ihn dann hier stehen. Genau. Nicht gerade, die dünnen hier ein bisschen am Rand hierher, weißt du? Wo die Kiste ist hier. Alles klar. Was nicht im Weg ist, aber diesmal tue ich die nicht mitspawnen lassen. Da kann man mal in den Shop gehen und einen kaufen, weißt du? Wie bei Möwe der Stand ist, kann ich dir nicht sagen, das musst du den Möwe selber fragen. Der streamt übrigens heute auch noch. Ich bin quasi bloß die Zwischenlösung. Gut. Die Lager müssten alle groß fassen, theoretisch. Du hast ja einen Öl. Warte mal. Müssten wir da einen Infiltrigger haben? Achso, da haben wir gar keine Anzeige mehr, ne? Nee. Okay. Achso, das zeigt sich erst an. Ich sehe schon wieder. Warte mal, ich muss mal. Das zeigt es erst an, wenn was hier da ist, drin ist. Warte mal kurz. Ich will mal kurz hochkommen. Ja, es wird nach und nach. Der AAA-Modding ist jetzt auch gerade mit dabei. Wir haben den Bauwagen rausgegeben. Vielleicht kommt ja in den nächsten Wochen noch ein bisschen was Nützliches dazu. Ist jetzt komisch? Verdammter Dreck.
Wo dieser Infiltrator oder was? Manchmal kommt der Helfer auch noch ein bisschen durcheinander hier. Aber es geht schon mal wesentlich besser mit dem AI Vehicle Extension als vorher. Keine Lua mehr. Ach jo. Hier ist ein Blöder. Komm mal hierher. Gelöfen, wo du einladen kannst. Ach, da hier, genau. Du, ja. Na, hier ist der Infiltrigger. Die ist jetzt leer, zeigt alles an. Genau, und dann, je nachdem, was du hier rein hast, die genau. Stände zeigt das dann hier unten rechts an. No? Ja. Und so ist das überall. An allen Lagern. Ja? Die Ungarn, ja. Das ist ein ziemlich großes Team. Ja, finde ich eigentlich ganz praktisch. Schön. Ja. Also, mir gefällt das. Die haben jetzt den B352 wieder rausgegeben. Ich habe ihn hier schon drin. Was willst du denn jetzt machen, Matze? Ich mach Kühe hier erstmal und ein bisschen Wasser herfahren und. Na, Mischration und sowas. Alles klar. Ja. Und mal gucken, Schwein oder so, ne? Ich schön klar. Für den kleinen Höfer. Milch gibt's hier vorne, ne? Ja. Dann komm mal hierher, wo ich ja stehe, an diesem Punkt hier. Da hast du auch diesen Infiltrigger. Du hast jetzt zwei Tiere gekauft, das ist hier, ne? Gesundheit, Nahrung, Wasser, Milch hat es noch nicht, Stroh ist auch noch nicht drin, Gille hat es noch nicht produziert. Ne? Also das zeigt das dann hier an. Ja, geil. Nee, ich will mir auch mal wieder fahren und das dann hier verkaufen und so. Brauchen wir auch nicht mal ans Menü reintappen, ne? Das zeigt jetzt alles hier an. Wie es deinen Tieren geht, Gesundheit und ganze Scheiße. Ja. Ah ja, genau. Ganz moderatell. Mit das Thema Ostmaps gab es ja gestern schon mal. Da gab ist dann bei jedem Stall so, ne? Da müsste man gucken, das ist so unmittelbar bei den bei diesen Triggern hier, was da? Na, bei der Kühe jetzt bei der Milch, so ungefähr. Oder dort beim Kauftrigger, wo du die Tiere kaufst. Hier habe ich es so gemacht. Ja. Da war gestern die Osina im Gespräch. Nach Ornsdorf. Gehen wir mal nach Ornsdorf, gucken wir doch mal da, wo der Infiltrigger ist. Naja, die sind auch ganz schwer zu erreichen. Also die antworten höchstens auf jede zweite, dritte E-Mail. Ja. So. Ach, da ist er gleich hier. Beim Kurve-Trigger. Ja, erst auf jede zweite, dritte. Na, Modding. Ja. Die haben zu tun. Du hast das jetzt gleich hier vorne, ne? Das hier Menü, genau. Ja, und da hast du wieder hier die Gänge, ne? Hier wieder, ich glaube, hier ist Stroh und drüben dann das Futter. Wir sind ja schon wieder dran, dass wir die Freigabe für den B200 kriegen, inklusive Packer für den 22er. Da warte ich auch noch auf eine Antwort. Schön. Ja. Gille müsste hier sein, ne? Aber die Lava hinten hast du wieder mit der. Ah, ne, anders gemacht, wieder, gell? Diesmal. Na, hier ist Mist, ne? Auch mit der Platte wieder, gell? Mit dem Aufmachen und so. Ja. Den Deckel kannst du hier aufmachen. Genau. Der Infiltrigger ist hier davor. Ne? Wenn du hier durchläufst, siehst du das schön. Und jetzt kannst du hier auch rechte Maustaste, geht hier die Klappe auf. Ne? Und dann kannst du dort dann neigen. Wahnsinn. Ne? So. Soll ich hinkriechen? Ja. Ansonsten, wenn was ist. Moin, BVB-Hunter. Sieht ja wirklich gut aus. Ja, Lück ist soweit sauber alles, funktioniert auch alles. Und der Rest ergibt sich dann, die kleinen Krankheiten, optische Sachen, das ergibt sich dann beim Spielbetrieb. So. Auch mit den Hallen hier, ne? Das sieht wesentlich besser aus wie erst. Finde ich. Wir können ja mal. Wir gehen mal bei den Schweinen Battersdorf. Gucken wir uns ja nochmal. Lager. Ach. Verflixt. Ja. Das ist der Infiltrigger hier. Und Futter hier draußen.
Und Strömer drinnen. Hm, wie früher, genau. Ja, oh, wie früher. Ne? Ja, den mal, wenn ich mal nachher mal battiere, oder? Ja, Lager ja hinten, ne? Das ist ich. Ja. Hm. Leben hier reinkommt. Jo. Okay. Nicke, ne. Ich weiß nicht. Moin, Danilo. Gille müsste wieder, warte mal, mal gucken. Danilo sagt Gille. Grüße in die Runde. Ja, Gille ist wieder dort, wo es überall, ja, Gille Trigger ist auch da alles, ne? Ja, die halten sich auf Facebook ganz schön zurück, ja. Aber ich denke mal, die werden jetzt den Hintern voller Arbeit haben. Die letzte Info war wirklich alles aus dem 19er rüber zu ziehen. Gehen wir hoch, fällt mir den Fort. Nee? Ja. Ah, kann man nicht besuchen. Doch. Müsste mal das erste, der Pfeil nach unten, wo nur der Pfeil nach unten ist, dort kannst du besuchen. Das wurde da verkauft, das ist klar. Jetzt gehen wir mal lieber das neue Gillelager. Das wollte ich dir noch zeigen. Schon da. So. Das hab ich schon bitte neu gebaut, alles. Guck mal die schönen Becken an hier. Steigt doch der Plan an. Ja, haben wir gebaut, genau. Das hab ich schon komplett. Ja, das hab ich blöd gebaut, ja. Ja, ansonsten. Ja, mit den Bäumen und so, das sieht komplett anders jetzt aus, gell? Ja. Weg ganz anders die Map, ja. Ja, da kann man ja auch mal bei Marion seinen Vaterstall hochgucken. Da habe ich auch ein bisschen was umgebaut. Kann man ja mal. Na, also hier kannst du Gille und Ticket State. Kannst du hier ins Lager hauen. Ziel ist leer, jetzt momentan, ne? Zeigt es auch wieder, hier ist der Info-Trigger unmittelbar davor. Ne? Yep. Ja. So. Kann man ja mal einen Pferdestall, da ist auch neu gebaut oder umgebaut. Hühner, das ist so geblieben. Das habe ich hier. Dort die Ecke hat sich schon wieder. Sieht jetzt irgendwie stimmig aus. Kannst du ein paar Geräte hier unten einstellen? Guck mal her. Da hinten. Mit den Holzschuppen hier. Ne? Oder ein paar Ballen einstapeln, was da? Oder ja, irgend so ein Mist, was da? Ja, das macht der Meier hier. Ja, ja. So, ja, hier sind die Hühner. Der Eiersbohnen hier drinnen. Das ist ja wie so ein Hühnerstall halt, wo die im Stall sind. Und drüben in Linzen, da dünnt die Hühner über den Hof gackern. Ja? Der Eier sind hier draußen, Entschuldigung. Eier sind hier. Die spawnen auf Paletten. Und hier hast du einen Infiltrigger, einmal fürs Lager und einmal für Futter. Für die Hühner, wo ich jetzt stehe. Zeigt da alles Bates an. Ja. Gut, füttern hier, machst du hier die Klappe auf. Und wird dann durch die automatische Fütterung hier, ne? Dann über das Rohrsystem gehabt, ja. Wie gehabt. Ne? Ja. Gut, Matze. Ich denke mal, von Anfang reicht es erstmal. Na, freilich. Na, weiß aber Bescheid. Ja. Ja, bist du auch übrigens Singleplayer, ne? Ja, ich mach mal Hexen. Bist du fertig mit dem Zeug drüben, oder? Ich hilf's. Ich hoffe, dass ich halt fast war mit dem Feld. Was eigentlich, überlegen wir uns mal, vielleicht komme ich schon heute mal mit hier hoch und ich mache nächste Woche das Feld fertig. Weil ich bin ja die Woche, habt ihr dann wieder Spätschicht. Ja, ist wieder am Wochenende wieder da, weißt du? Ja, gut, das machen wir. Kannst du dann vielleicht dann die Woche dann vielleicht dann hier alleine nochmal dein Zeug fertig machen. Ja, ist richtig. Ach ne, das machst du irgendwie. Ja, vielleicht können wir schon ein bisschen Zeug einrichten, mal Fahrzeuge mal irgendwo hinstellen, was der Drescher. Tun wir das wieder das System wie im Lenzheimer schon mal übernehmen? Mit dem Drescher und so? Freilich. Weil das könnte ich heute, könnte man heute auch mal machen, also ich zumindest. Könnte man ja. Dir auch, Ayosha.
Ach, den Dominator haben wir noch nicht, ne? Den, gut, den kann man ja auch später noch dahin fahren, aber da können wir mit dem Glasdrescher hochfahren und. Ja, so mal einen Bauwagen mit Spritbombe morgen hinstellen und dann die. Dann die DGA Hexen noch nie überfahren, was denn sowas? Oh, oh. Kann man ein bisschen einrichten. Mach erst mal dein Kreuz, ich komm noch mal. Machen wir so. Ja. Was? Ich will jetzt erstmal meinen PC nicht. Ich probiere einfach mal ein bisschen, was geht. Und aber da. Ja, den Akzent seid ihr doch aber mittlerweile gewöhnt, oder? Ja, nur nichts Neues mehr. Na gut. Ja. Wie gesagt, also den, das Thema hatten wir ja gestern schon. Ich finde den Akzent gar nicht so schlimm. Da gibt es viel Schlimmeres. Also. An dem Akzent kann nichts schlimm sein, weil niemand was dafür kann. Na, genau. Ich weiß nicht, warum das immer thematisiert wird. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber man kann sich das ja auch so ein bisschen aneignen, ne? Was? Na, so ein Akzent. Gibt ja viele, die das machen. So ein Dialekt oder ein Akzent? Von was reden wir denn jetzt? Na, beides. Warum? Also ich glaube Russen. Russen haben es, glaube ich, sehr schwer mit einem anderen Akzent. Ja, aber das kann wieder niemand aussuchen, ne? Das ist halt so. Genau. Aber es gibt halt schon Dialekte, die einen triggern, genauso wie Akzente. Zum Beispiel einen russischen Akzent finde ich zum Beispiel sehr genial.
Also, ja. Mir gefällt das auch, ich finde das auch gut. Agrarservice Ostsachsen hat gesagt, er hat es nur erwähnt, weil es ihm gefällt. So. Ja, das war jetzt auch nicht böse gemeint oder so, aber... Hast du aber, man hat schon wieder deinen leichten Unterton gehört, dass du gleich schon wieder irgendwelche Sachen durch die Gegend wirfst. Ja, weil das ja in jedem Stream irgendwie, ob das jetzt so positiv oder negativ gemeint ist, ist ja immer Thema. Ja, das ist ja sehr kurios, ja. Das stimmt allerdings, da gebe ich dir recht. Magst du mir in diese Position und so, dass du uns dann mal angucken, wenn es soweit ist, wenn wir Mais haben? Ja? Nulo. Geil. Okay, das stelle ich mir auch witzig vor. Mühe? Hm? Ich habe jetzt zwei Hänger gekauft, gell, die stehen aber einfach mitten in der Prärie rum, gell? War los. Warte mal. Machen wir einen Stream an? Vielleicht da. Ja, weißt du was? Das ist dort der Delivery. Ah. Machen wir einen Stream an, ich zeig dir mal was. Geht der auf den Server? Ja, ja, da geht der auf den Server. Okay. Ich bin da vor uns alles versehen drauf gekommen. Bestimmt irgendwo auf dem Feld, hä? Oder irgendwo. Nein, Agrarservice Ostsachsen. Aber... Alles gut. Na, siehst du mich? Warte mal. Ja, das war jetzt nicht böse gemeint oder so. Wundere mich halt nur, warum das immer. Ach nö, ne, weißt du was? Da muss man vielleicht später was wegfahren. Das ist jetzt in den 90ern, da habe ich jetzt an den Shop-Trackern. Kauf mal. Fahr das mal ein bisschen rüber. Oder verkauf das nochmal, ich will mir das mal angucken. Verkauf das nochmal alles bitte. Oder? Weil ich verdiene noch ein bisschen weg, warte. Ja. Verkauf nochmal die Hänger, vielleicht liegt sie an den Hängern. Hm. Könnte durchaus auch möglich sein. Obwohl. Ach, ich hab gedacht, das hat jetzt irgendwo anders gespawnt. Du meinst jetzt, dass das hier auf dem Hof bitte. Da war bestimmt was im Weg. Hm. Was ist das? Ich weiß es nicht. Oder war das frei, das Geländer? Eigentlich frei, ja, warte mal. Will man verkaufen, oder? Verkauf mal die zwei Hänger und kauf die nochmal neu. Der Traktor auch? Da irgendwo gestanden? Nee, aber auch auf dem Hof so. Nee, hat er nicht. Da ist noch die Entscheidung, ob er es heute weitermacht oder ob er mit Matze auf dem Server spielt zusammen. So habe ich das gerade verstanden. Ja, in Höfe, die Stellen, die Dinger vielleicht einrichten, dass man mal die Vehikel XML übernehmen kann. So was in der Art. Ein Häcksel natürlich nächste Woche noch mehr. Nee, du müsst nur noch, wo der Schlüssel ist. Nee, alles gut. Halt, geh mal weg und drüber, ja. Dort. Da sind die zwei Hänger. Die mal verkaufen. Das hat der Basti auch nicht so kritisch gemeint. Er verwundert. So, kaufen wir mal die Hänger neu. Will sich niemand angetrieben fühlen. Aber eh erst mal. Vielleicht liegt das auch an meiner leicht erkälteten Stimme, die ein bisschen Aggression verstreut. Das kann sein. Ich arbeite an mir. Hashtag Sarkasmus. Ja, geh mal rein. Guck mal. Ne? Mhm. Köfer in Schweden? Mhm, da war irgendwo ein Fahrzeug im Werk. Ja, wahrscheinlich, ja. Ne? Da hat es die dann ein bisschen daneben gespawnt. Oder die haben ja alle eine Kolli, da hat es die ein bisschen rübergerückt, sag ich mal. Aha, die haben genau. Jetzt kämen sie ein bisschen, siehst du ja? Ja, die haben genau das. Hat sie ein bisschen in der Mache, gell? Sie haben schon in der Mache gehabt, die zwei Hänger. Na gut, da wissen wir's. Da muss man im Teil den Hänger auch schon mal wegfahren. Mal immer mal einzeln kaufen, dann halt, ne? Genau. Ja, hab ich auch im Singleplayer nicht gehabt. Ich hab ja da vier oder fünf Stück gekauft. Gell? Genau. Da ist halt der Tropfke auf den anderen Hänger erst drauf gespawnt und dann ist da rüber geregt. Naja. Keine Ahnung. Oder warte mal, bleibt mal hier stehen? Kaufen wir noch was dazu. Wollen wir das jetzt nochmal? Ladewagen brauche ich auch noch.
Gucken wir Lauterbachen. Da habe ich diesen. Gehen wir auf. Überlader oder Lauterbachen? Achso, Lauterbachen, warte mal, ich habe falsch mal geguckt. Da haben wir oder so, gell? Also, ja, da war genau. Falsch gesehen. Ja, nehmen wir dann. Okay. Und da steht dann? Na, ja, da spawnt auch da, ne? So komisch. Ja, der spawnt auch immer an derselben Stelle irgendwie, ne? Deswegen, wenn da was dort steht, dann. Na ja, gut, was ich dann. Was mir, kaufen wir noch einen Leiterwagen jetzt? Oder kaufen wir noch was? Jetzt gucken wir mal, ob da dort Ölter drauf spawnt. Vielleicht muss ich da noch mal. Aber im Singleplayer war das nicht. Auf. So? Ja. Nee, da steht jetzt daneben. Ja. Da liegt es an den Hängern. Da muss ich vielleicht nochmal bei den Shop, bei den. Da hast du unten drunter diese Puffering-Einträge. Vielleicht muss ich da nochmal bei den Hängern was machen. Da liegt es an der Hänger. Na, siehst du ja, ne? Die spawnen jetzt nebeneinander. Aber gut, da kann man ja meinen Hänger wegfahren. In der Sache, ja, ne? Gut. Geklärt. Ist geklärt. Es liegt an der Hänger. Dum.
Der ist ja im Mordsverkehr hier. Lass ihn mal innen durch. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir warten. Moin, Luis. Ha, aber Moni geht auch. Kann man mal machen. Was für ein Dankeschön hast du noch? Die Woche. Hab ich, ja. Boy, krieg. Okay. Sehr schön. Ach, da läuft ja ein Hust für dich. Hey Rösel. Was? Bei mir läuft der Hust. Für dich. Ja, und das ist ja andersrum genauso. Jo. Ich seh's gerade. Wir horsten uns ja gegenseitig. Trink da mal einen Schluck, Basti. Nee.
Leute. Oh! Unfall! Wäre doch zu weit drüben gewesen. Clever, toch? Na, zu nah dürfen sie immer noch nicht aneinander sein, aber die 0014 läuft wesentlich besser als die 0008. Ja. Besser wenig Stroh haben die Jungs. Aber so geht's schon mal. Kuckuck. Der Herrn sei Kuckuck. Ja. Das ist ein bisschen tricky hier.
Aber wird auch gehen. Könnte man? Hallo. Na, Coffee Drink? Ja, na klar, bist doch schlechten Menschen geht's immer gut. Ah, der nur den anderen krieg ich nicht abgetankt. Schade.
So, mal gucken. Ein paar Liter mehr reinmachen. Ich würde nämlich schon gerne ein bisschen Raps abgeiern am ersten Tag. Das mit dem Kalender ist nämlich ein bisschen ungünstig gelöst, aber... Eieiei. Basti, weißt du, was ich jetzt austeste? Ja. Nee. Das, Nee. Doch. Genau das. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Das Gülle-Lager im Wald. Hat da das eingebaut. Ich guck gleich, warte. Eine Sekunde. Eins, vorbei. Kaffee wollte ich mir auch noch machen. SpongeBob Schwammkopf, genau. Ja? Wie hat sie dich genannt, Basti? Was? Sagst du? Da, wie sie dich genannt hat. Ja, SpongeBob Schwammkopf, ne? Ah, ja, kann man mal machen. Nein, die Karte kommt nicht als Download und das ist die Lars. Vom Andy Scania. Aus dem LS17 in LS19 gezogen und jetzt auch im 22er. Ja, und guten Tag, David. So, du wartest auf die neue Grafikkarte, ja. Da ist noch Gras auf dem Weg.
Dane dürfte noch nicht zu sehen sein. Sehr wenig, genau. Das soll ich, glaube ich, noch mal ein bisschen angleichen alles. Hochziehen. Da muss ich an einigen noch mal ein bisschen hochziehen. Das mache ich nachher gleich. Moin, Jojo. Machen denn die Drescher schon wieder nicht weiter? Verblüffend. Matza? Wie? Hast du an der Müllikurve schon was geholt? Migration. Ja? So, da ist noch ein Klebel, die Dings, das habe ich gerade noch korrigiert. Da ist noch ein Klebel für den Trigger, ne? Am Rohr oben. Klebel verschoben, ne? Kein Wickricht, ging aber. Ja, gehen tut's. Wo es läuft ganz Klebel außerhalb vom Rohr. Früher. Ich habe jetzt noch diesen blauen Punkt, das habe ich jetzt unter der Erde noch versenkt, weißt du, weil das ist ja kein offizieller, das ist ja bloß von Anfang, weißt du? Ja, klar. Für uns. Das ist dann beim nächsten Update, siehst du, die kleine blaue
Schwelle da unten, das ist sie nicht mehr. Ich hab's jetzt noch ein Level nach unten gedrückt. Du Schlingel. Genau. So. Ja, die fetzt. Und da habt ihr in den Livestreams und in den Videos bei weitem noch nicht mal die Hälfte wahrscheinlich gesehen von der Karte. Ich glaube, einmal bin ich quer durchgefahren. Aber so richtig alles gezeigt habe ich, glaube ich, noch nie. Da habe ich immer nur punktuell verschiedene Standorte. Da hat einer Feuer gemacht. Nee, eben Jojo, das ist es, ja, es wäre schön, würde ich auch machen. Das Problem ist, da gibt es 10 Leute, die gucken sich das an und feiern das und sagen, ho, schöne Karte, schön, dass er die hat. Und dann gibt es wieder 20 Leute, die sagen, warum macht man eine Map-Vorstellung, wenn man sie da nicht rausgibt? Das ist nämlich, weil Map- oder Mod-Vorstellung immer für die Leute im Kopf damit einhergeht, ja, da muss es was zum Download geben. Das hat sich leider so eingebürgert. Na gut, eine Map-Vorstellung macht ja sonst so keinen Sinn. Warum nicht? Kannst du ja als Dankeschön machen. Was für Dankeschön? Für den, der die Map gebaut hat oder den Mod? Ja, aber... Den Sinn verstehe ich jetzt nicht gerade. Naja, aber du siehst ja, dass im Livestream danach gefragt wird, ob man die Map mal vorstellen kann. Damit die Leute sehen, wo was ist, was es alles gibt. Und was man alles... Das macht man eigentlich nur, wenn man die zum Download stellt. Genau das ist das Bild, was dieses Wort Map-Vorstellung irgendwie bei allen mittlerweile verursacht hat. Aber es gibt ja auch Kandidaten, die würden einfach mal so wie der Jojo sehen, was es alles auf der Karte gibt, ob sie die haben können, ja, oder nicht. Dann würde ich das nicht Map-Vorstellung nennen, dann würde ich das einfach. Ja. So, mach das im Livestream und die Leute können sich das angucken. Ja. Map-Fahrt raus. Ja. So. Wie man das Kind benennt, ist dann. Aber du stellst ja quasi die Map vor. Ja, aber warum willst du die vorstellen, wenn es die nicht gibt? Das ist ja. Macht ja keinen Sinn. Naja, aber eine Vorstellung von irgendwas, also ich kann dir auch die Mona Lisa vorstellen, trotzdem kriegst du sie nicht. Verstehst du? Das hat sich nur bei Esso eingebürgert, dieses Wort. So, ich geh mal in rauchen. Ja, dann würde ich die, also das würde ich nicht gerade Map-Vorstellung nennen, das würde ich ja, nicht. Also, was hast du gesagt, Basti? Wie was? Rundfahrt, ja. Keine Ahnung. Ja, Map-Rundfahrt oder sowas, ja. Das, ja. Oder Impressionen oder was auch immer, so wie ja, wir es bei der Wendezeit gemacht haben dann. So, was dann auch. Eine Map-Vorstellung tut immer, oder eine Map-Vorstellung, und eine Map-Vorstellung tut immer, das macht man, wenn man was veröffentlichen will, dass die Leute Bescheid wissen, wo, wie, was funktioniert. Das wird dir im LS so suggeriert, ja. Das ist leider das Problem. Ja, aber was anderes würde ja eigentlich einen Sinn machen. Ja, aber das hat sich nur in LS so eingebürgert. Also ich würde nie eine Map-Vorstellung machen, wenn ich, hab ich auch noch nie, wenn es die nicht öffentlich gibt. Also ja.
Wie gesagt, dieses Wort hat sich... Weil es keinen Sinn macht. Und dieses Wort hat sich aber nur im LS so eingebürgert. Durch die Videos. Naja. Wie gestern, da waren welche bei mir im Stream, die wollten das mal sehen. Und da bin ich mal, in eine Runde drüber gedreht. Also bin ich mal in verschiedene Punkte gehüpft und hab das mal gezeigt. Ja, was alles so drauf ist. Aber das würde ich nie als Map-Vorstellung suggerieren. Nee. Wir können hier auch jetzt über die Karte fliegen und machen. Alles kein Problem, ich habe noch anderthalb Stunden Zeit. Aber jetzt ruhe ich erstmal genüsslich auf, dann mache ich mir einen neuen Kaffee. Machen wir mal eine Stunde draus. Eine halbe Stunde will ich das Güllebeck noch die Landschaft gerade ziehen. Bei der Halle Turnau hatte ich es damals so gemacht. Da hatte ich es Rundfahrt genannt, stimmt. Aufgeraucht. Ah, Kapu. Ja, naja, klar. Die Versuchung ist eine Illusion, aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Ich meine, man hat ja auch genug Möglichkeiten, denn da sich in den Streams die ganzen Ecken anzugucken, die Videos aus dem 19er, aus dem 22er jetzt.
Ja, das stimmt, Ayosha. Stala, Basti. Was? Stala. Jo. Nicht sehr schön. So, Kaffeewasser ist auch fertig. Sehr, sehr schön. Ich weiß. Kommt der Lampenmann, Basti? Was? Kommt der Lampenmann? Das ist die Halterung von dem Luftschacht. Alles klar. Ich versuche das von hier so ein bisschen nachzubauen. Wo ist der heiß? Heiß, heiß, heiß. Und ich glaube auch alles im Detail zu zeigen, das würde eine ganze Weile dauern. Zeit wieder zurück. Hallo, Matze. Servus.
Matze, ich bastel erst mal an der Woche essen. Ja, mach das. Hm? Nee, ich meine. Unser Matze. Ich glaube, über meine Anhänger, die gehen irgendwie bei beim Silo nicht abkippen. Nee? Nee. Also beim Kuhstall ja, aber beim Silo geht's nicht. Okay. Müssen mal schauen, gell? Warte mal. Guck ich gleich mal. Aber ich bin auch anders rangefahren jetzt und auch die Abkippseite geändert. Geht nicht. Gucke. Sind wir denn da? Getreidehänger, oder? Nee.
Na, das passt. Und ich denke mal, im Vorbeifahren, wenn man hier mal so eine Runde fährt, sieht man auch genügend. Ihr habt jetzt die BGA gesehen, Minol, die Produktion. Hier rechts ist der Viehhändler quasi. Einfach verpasst. Hier links haben wir die Milchviehanlage. Ja, genau, Aljoscha. So, den Hof kennen Sie ja alle aus den 19er Folgen. Den haben wir da oft genug bewirtschaftet.
Könnte mal ein Spielstand werden, wo ich es wirklich schaffe, am ersten Tag in Feld Raps wenigstens wegzumachen. Moin Kaiser, niemand jammert, alles gut. Noch jammert keiner. Ja. Na, was heißt aufregend? Die Leute fragen halt, ne? Die Fragen hast du, glaube ich, in jedem Livestream. Wann kommt da was? Wer macht was? Nö, genau. Was denn, Alter? Hier, der Tennisspieler, deine spielen durch. Ja, ich weiß. Der böse Tennisspieler.
Ja. Rang. So, läuft ja. Läuft ja für den ersten Tag hier. Drei Dreschern auf jeden Fall gut machbar. Fortschritt LKWs? Du meinst die W50? Die sind doch schon draußen. Also den hier, IFA W50 mit Wechselbrücke, immer den und immer den mit allen Zusätzen, der ist schon draußen. Ja, W50 ist schon draußen. 60, weiß ich gar nicht, ob da irgendwas in Planung ist. Herr Rohne hat den, glaube ich, schon... Wie lange ist das jetzt her? Ein Monat? Also er hat die recht zügig im 22er gehabt und dann auch wieder mit Freigabe zur Verfügung gestellt. Ich glaube, LS Mod Company. Und bei uns in der Facebook-Gruppe hat er die auch reingestellt. Ob der jetzt gerade irgendwie was macht in Richtung L60, kann ich dir nicht sagen. Momentan ist er an dem hier dran. Und hat den soweit fertig gemacht. Ob er sich da jetzt, wie gesagt, um die Freigaben noch kümmert, das kann ich dir nicht sagen, aber das ist alles soweit fertig. Kurzes Schneidwerk, langes Schneidwerk. Alles da. Funktioniert auch alles. Test gut bestanden. Glaube zu meinen, sein nächstes Projekt war der 512er, aber da will ich mich nie aus dem Fenster lehnen, weil das ist seine Sache. Rübe? Hm? In Arnsdorf geht's aber, gell, Silo? Ach so? Mit die Hänger, ja, da geht's. Hm? Ich hab gerade mal versucht abzukippen. Da kennt das. In Linsen in der Lager nicht? Nee. Da liegt's am Lager. Ja. Da ist vielleicht. Kann sein. Machen wir mal. Da, also, probieren wir bitte noch ein anderes Lager. Probier mal ein Lager auf dem Haupthof. Da ist vielleicht der Trigger. Vielleicht hab ich den Trigger nicht richtig. Ja. Von daher muss ich mal. Was war das Linsenau Kuhhof? Bei mir, ja. Okay. Geh ich gleich noch. Bei den Silos, also im Stall, ging's wunderbar. Hm. Also siehst du, Möwe, bei mir war es auch nicht der Hänger, es war, Die Kipptrigger, die waren ein Stückchen zu hoch. Zu hoch? Mhm. Vom Lager oder was? Nee, von den Verkaufsstellen. Ach so. Zu hoch oder zu niedrig? Zu hoch, ein Stückchen. Mühe. 0,2. Einschicken. Ich habe nämlich heute früh durch Zufall mal mit den Hängern hier Niemandsland gestartet und wollte da mal gucken, ging sofort. Dachte ich, nee. Das kann schon sein, ja. Importieren, Placebo. So, Lagertrigger. Formsiele, was ist denn das jetzt für eins? Aber Kaiser, was er noch macht, kann ich dir wie gesagt nicht sagen. Da habe ich keinen Plan. Der kommt doch ab und zu mal reingeschneit, dann sagt er uns den aktuellen Stand der Dinge. Was und wo
der dran rumfriemelt, aber der hat ja auch zu tun. So, ich geh jetzt noch in der Ball an. Hä? Und dann kümmere ich mich mal um den Güllebunker. Aber ich denke, das ist so galoppier hier am Bein. Aber alle vier, ne? Warum gehen denn die da jetzt schon im Wahlkampf? Das sind, glaube ich, hier Gouverneurswahlen oder nee, sowas. Das ist doch bei denen. Donald Trump, Präsidentenwahl. Geht. Ich hab grad Nachrichten startet mit Wahlkampf. Naja, klar, warum nicht? Okay, ja, ist langweilig. Das kann sein. Ich denke, dem ist langweilig. Vom Season 9. Das kann sein. Sieben. Vom Season 9. Vom Ziele 9. Import. Vom Ziele 9. Die Perücke wird in 4 Jahren wieder machen. Möglich. Die Perücke. Die Perücke. Ja, da könntest du recht haben. Was ich bei Nami nicht verstehe, warum die Präsidenten so alt sein müssen. Was ist das Eintrittsalter? 50er? 55? Ja, glaube ich. Warum? Willst du auch kandidieren? Ich bin kein Amerikaner. Ich kann da nicht. Ja. Und bauen. Matze? Möbel? Der Trigger ist gar nicht dort. Okay. Ja. Hättest du mal F5 drücken müssen, da hättest du das gesehen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Da ist gar kein Trigger da. Okay. Naja. Ja. Hast du geschnudert, Möbel? Ich habe eine falsche Koordinate eingegeben. Hast du geschnudert? Ich habe nie geschnudert. Nicht du. So. Da ist er bitte. Da ist ein paar Meter weiter unten. Ist das nicht schön? Den hat er sich zu Hause auf den Hof gesetzt. So, da muss ich jetzt. Pass mal auf. Ach nee, das geht nicht. Da muss man ein Map-Update machen. Muss ich jetzt nicht machen. Nee, mach ich heute Nacht. So, ja. So, ich verabschiede mich dann mal. Nee. Matze! Das können wir über Safe Game machen. Da kannst du es dann gleich nochmal testen. Sehr gerade hier. Koordinaten einfach bloß ersetzen, wa? Ja, weil der ganze Trigger stimmt nicht. Ich hab ja für jedes Loch einen eigenen Trigger, weil da die Einfüll und Abkipp
Trigger jedes Mal unterschiedlich sind. Hm. Ja, der Möwe streamt heute vielleicht auch noch später. Nicht mehr. Heute nicht mehr, der baut. Gut, ich bin raus für heute. Mit dem schönen Bild entlasse ich euch in den Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir erstmal raus. Tschüss, lasst euch gut gehen. Das könnte man über die Koordinaten da info.